Es ist einfach stark, diese Zeit zu haben mit euch. Ich bin schon längere Zeit mit diesen Vorbereitungen zugange, einfach zu sagen, Gott, was möchtest du? Wie kann man die Wochen füllen? Und es lässt mich echt immer aufgeregt werden, wenn Gott anfängt, über so ein Thema zu sprechen. Und ich möchte euch echt ermutigen, diese 10 Wochen für euch so echt ernst zu nehmen. Und ich möchte euch auch diese Idee ans Herz legen, dass ihr euch irgendwie ja, eine Art, keine Ahnung, Heft oder sowas, vielleicht habt ihr sowieso irgendeine Art Notizbuch, wo ihr euch immer mal was reinschreibt, was Gott zu euch spricht. Aber diese kommenden Wochen werden einfach nicht irgendwelche Teachings sein, wo ihr euch anhört und ihr macht euch vielleicht eine Notiz, sondern meine Erwartung ist ganz konkret, dass Gott euch begegnet. Durch die Sessions, das mag manchmal etwas sein, was ich sage und was ihr hört. Das mag aber auch manchmal etwas sein, was ihr währenddessen erlebt, was ihr spürt, wo Gott direkt zu euch spricht, wo er euch vielleicht Bilder schenkt, in Activations, die wir machen, was auch immer. Aber ich glaube, dass wenn ihr euch einfach darauf vorbereitet, auch indem ihr sagt, ich schreibe mir jedes Mal, ich mache mir ein paar Notizen, was war dieses Mal echt so wichtig für mich, was ist mir buchstäblich ins Herz gefallen, wo ist mir ein Licht aufgegangen. Ja, wenn ihr einfach auch hier, sag ich mal, vor Gott eure Bereitschaft zeigt, wirklich zu empfangen, dann wird es eine sehr, sehr reiche Zeit für euch werden. Guten Morgen nochmal an euch alle, die ihr jetzt mit dazugekommen seid, den Livestream gefunden habt. Das ist so cool. In diesen kommenden Wochen und überhaupt in den Live-Sessions geht es darum, Gott zu begegnen. Denn was wir brauchen, sind nicht die Informationen oder die Lehre, sondern was wir brauchen, ist die Offenbarung von Gott. Das heißt, wir hören, sehen, erleben Dinge, die werden für uns lebendig, für unser Leben. Und herzlich willkommen auch an alle Neuen, auch wenn ihr das vielleicht im Nachhinein anschaut, weil ihr jetzt auf der Arbeit seid. Es ist so gut, dass ihr in der Gruppe seid. Ich sage es immer wieder, ich glaube, dass das ein Platz ist für dich und dass du nicht aus Zufall hier gelandet bist, sondern dass Gott es für dich vorbereitet hat. Und ich bin so gespannt, was er in deinem Leben tut. Okay? So, was erwartet euch die nächsten Wochen? Ihr fragt euch bestimmt. Und was definitiv passieren wird, ich werde immer wieder ein Stück weit Fundamente legen, ja, weil ich finde, es gerade, wenn wir uns mit dem Übernatürlichen beschäftigen, sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben in der Bibel. Okay? Nichts geht ohne das Wort Gottes. Und es ist gerade im übernatürlichen Bereich einfach wichtig. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum mein Gesicht immer wieder so strahlt. Es ist irgendwie ein Kommen und Gehen von Sonne und Wolken. Und theoretisch müsste ich alle Rollläden hier runter machen in dem Raum, aber das käme mir einfach komisch vor. Also müsst ihr heute damit leben. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie einfach die Herrlichkeit Gottes immer wieder auf mein Gesicht strahlt, okay? Aber auf jeden Fall, Fundamente erwarten euch in den nächsten Wochen und ich möchte euch ermutigen, selbst wenn ihr mich Sachen sagen hört, die ihr schon kennt, oder wenn ihr von mir Sachen hört, die ihr schon von mir gehört habt, schaltet nicht ab dabei und denkt, ah ja gut, das habe ich ja schon durch, sondern erwartet einfach, dass Gott euch begegnet. Ja, weil manchmal müssen wir dieselben Dinge 10, 20, 30 Mal hören, bis es plötzlich Klick macht in unserem Herzen und wir denken, oh meine Güte, ich wusste es schon immer, aber erst jetzt habe ich es verstanden. Okay, also sei einfach offen für das, was kommt. Natürlich wird es ein zentrales Thema sein, wie kann denn ich in meinem Alltag mehr das Übernatürliche erleben? Der ganze Bereich von Zeichen und Wunder, den werden wir nicht ausklammern, sondern auch der gehört hier mit rein. Ihr werdet Zeugnisse hören von mir und von anderen. Und ich bin auch am Überlegen, wen ich von außen vielleicht in die Gruppe mal einladen kann. Und es wird natürlich auch um das Thema übernatürliche Begegnung mit Gott gehen, mit Jesus, mit Engeln. Und manches mehr. Und es wird einfach eine super spannende, aber auch eine sehr lebendige Zeit. Okay? Und ja, wisst ihr, was eins der übernatürlichsten Dinge überhaupt ist, die wir buchstäblich in der Hand haben? Es ist die Bibel. Und es ist die ganze Bibel, aber auch das Neue Testament. Ich meine,
Wir suchen ja nach Dingen, die relevant sind für unseren Alltag. Und einfach mal, ich sag mal, durch das Neue Testament zu gehen, gedanklich oder ganz praktisch, und einfach nur Ausschau zu halten nach dem übernatürlichen Leben mit Gott. Lasst uns ganz, ganz, ganz erstaunliche Dinge finden und dann wiederum sich selber in dieses Bild zu versetzen und zu sagen, okay, was von den Dingen erlebe ich und was nicht? Ja, da stelle ich immer wieder und ihr bestimmt auch fest, man, da ist noch Raum. Da ist echt noch eine Kluft. Aber das Neue Testament ist wirklich ein übernatürliches Buch und alles, was ihr da drin findet, das wartet auf uns, okay? Und ich weiß, dass es Leute gibt und ich denke, der eine oder andere hier hat vielleicht auch in seinem Herzen einfach gewisse Fragen, was das Übernatürliche angeht. So diese Frage vielleicht, warum brauche ich das? Oder brauche ich das überhaupt? Ist es nicht gut so, wie es ist? Aber auch diese Frage, ist es sicher? Ist es ein sicherer Ort für mich, mich auf das Übernatürliche mit Gott einzulassen? Ich glaube, dass der eine oder andere eventuell mit Angst zu kämpfen hat, was diesen Bereich angeht, weil du kennst es nicht und du weißt nicht, wird es gut für dich sein? Wie wird es dir gehen damit? Einfach eine gewisse Angst vor dem, was man einfach nicht kennt. Was ich auch immer wieder antreffe bei Christen, ist diese Angst vor Täuschung. Ja, woher weiß ich, dass das wirklich Gott ist? Und diese Angst einfach, dass der Teufel mich in all dem täuschen könnte, und das möchte ja keiner. Also ich denke mir, dass wir im Moment wirklich so eine Mischung haben aus allen möglichen Gedanken, Fragen. Wir haben unterschiedliche Erlebnisse gemacht oder auch keine Erlebnisse oder ganz wenig Erlebnisse. Und es ist spannend. Wir sind so eine bunt zusammengewürfelte Gruppe mit unterschiedlichen Backgrounds, mit unterschiedlichen, keine Ahnung, Wachstumsbereichen, Erfahrungsbereichen. Und es ist spannend. Es ist aber auch gut. Und wichtig ist deshalb umso mehr die Bibel. Und ich kann euch versichern, ihr bekommt hier nicht irgendwie Wischiwaschi, sondern wirklich einfach die Bibel, okay? Und ich kann mich in diesem ganzen Bereich auch, was es mit einem macht, wo ich vielleicht Fragen habe, wo ich ängstlich bin, wo ich nicht so recht weiß, was ich von manchen Dingen halten soll. Ja, vielleicht hast du Zeugnisse und Berichte gehört und du weißt nicht so recht, was du davon halten sollst. Und ich musste so in der Vorbereitung daran denken, ich bin sehr traditionell christlich aufgewachsen, ohne den Heiligen Geist. Und das heißt, ich wusste zwar aus der Theorie, dass es die Zungensprache gibt, ja, ich habe ja Bibel gelesen, aber in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hat es keiner getan. Also das war echt einfach, gab es in meinem Leben nicht. Und ich erinnere mich, da war ich ungefähr 17 oder, ja, ich schätze mal 17 oder sowas. Da war ich das allererste Mal in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst, wo die Leute um mich herum angefangen haben, in Sprachen, also in der Zungensprache zu beten. Und ich weiß, dass das mega, mega schwierig war für mich. Ja, in dem Moment habe ich einfach nur Fluchtgedanken gehabt, zu denken, ich habe keine Ahnung, was das hier ist und ob das richtig ist und ich glaube, ich muss besser verschwinden. Ganz ehrlich, so solche Emotionen waren dann einfach ratzfatz da. Und da war einerseits mein Gehirn, das mir gesagt hat, ja, okay, das gibt's in der Bibel, aber dieses fremde Gefühl, weil ich es auch aus meinem eigenen Erleben nicht kannte, hat in mir sofort Fluchttendenzen geschaffen. Und das ist einfach, wie wir gestrickt sind als Menschen. Ja, und ich denke mir, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, zu verstehen, dass es einen Weg zu gehen gibt und man muss mit sich selber geduldig sein. Aber der Schlüssel ist einfach wirklich, offen zu sein vor Gott. Und was ich auch immer wieder feststelle und sehe und verstehe, ist, dass unsere Kultur, unsere westliche Kultur steht uns total im Weg, wenn wir das Übernatürliche mit Gott erleben wollen. Und das ist einfach eine Tatsache. Das gilt für jeden. Unsere Kultur ist so rational aufgebaut, so auf unserem Denken, auf den Dingen, die ich verstehen kann. Und so sind wir geprägt, ja. Dieses, es geht alles durch den Kopf und Dinge, die ich nicht verstehe, die schiebe ich erstmal weg von mir.
Und das spielt eine ganz große Rolle, auch wenn wir uns auf den Weg machen, Gott begegnen zu wollen. Für mich war das echt zum Teil harte Arbeit. Es hat einen Weg gedauert, bis ich einfach angefangen habe zu sagen, okay, ich kenne das zwar nicht, aber ich glaube, es ist trotzdem richtig. Ich glaube, ich kann mich darauf einlassen. Es war ein Weg für mich, okay? Und Gott ist mit uns. Aber es gibt einfach auch andere Kulturen in dieser Welt. Ja, diese Welt besteht nicht nur aus dem Westen und nicht nur aus Europäern, sondern aus vielen anderen Völkergruppen. Und viele von denen haben einen ganz anderen Bezug zum Übernatürlichen. Ja, für die ist es keine Frage, dass es das Übernatürliche gibt, dass es den Teufel gibt, dass es böse Geister gibt, aber dass es auch das Gute gibt, dass es Gott gibt, dass es Engel gibt. Also es gibt andere Kulturen, vielleicht sogar ein Großteil der Weltbevölkerung hat einen ganz anderen Bezug zum Übernatürlichen als wir. Und es kann dir vielleicht helfen, dich ein Stück weit zu positionieren und zu sagen, okay, lass uns mal schauen. Ja? Denn Gott hat diese Dinge für uns. Und etwas, was dir einfach Sicherheit geben kann, ist Matthäus 7. Und da möchte ich ein paar Verse lesen. Da heißt es, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und dann heißt es weiter, ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Und diese Verse finde ich einfach so stark, auch in dem Zusammenhang, wenn wir einfach hungrig werden nach dem Übernatürlichen, zu verstehen, dass wir immer, immer sicher sind. Und das ist meine tiefste Überzeugung, so wie ich das erlebt habe all die Jahre und so wie ich aber auch sehe, wie andere Menschen das erleben. Wenn ich nach Gott suche und danach einfach, dass er in meinem Leben an übernatürlichem Raum gewinnt, wenn ich mit dieser Haltung mich danach ausstrecke, dann wird Gott mir nur Gutes geben. Das sagt sein Wort hier ganz klar. Und das ist einfach logisch. Ja, wenn ich Gott um diese Dinge bitte, dann werden nicht Dinge in mein Leben kommen, die mir schaden können. Und diese Bibelstelle hilft uns ein Stück weit, Vertrauen zu haben. Vertrauen in Gott. Okay? Das ist alles, was du brauchst. Vertrauen in Gott. An anderer Stelle heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das ist auch eine Realität. Ja, wenn ich nicht anfange, nach diesen Dingen zu suchen, zu fragen, werde ich sehr wenig davon erleben. Aber diese Bibelstelle spricht einfach darüber, dass wir ihm vertrauen können. Wir können Gott vertrauen. Und dafür kann ich nur werben. Und du wirst vielleicht auf deiner Reise mit Gott, nicht zwangsläufig in den kommenden 10 Wochen, aber du wirst unter Umständen Momente erleben, wo du dich entscheiden musst. Gibst du Angstraum und Furcht oder Kontrolle, Selbstkontrolle? Oder gibst du einfach dem Vertrauen Gott gegenüber Raum, dich einfach auf das einzulassen, was er für dich hat? Ich habe ein Zitat gelesen, das habe ich mir aufgeschrieben. Da heißt es, das Größte an Übernatürlichem, was wir jemals erleben können, ist seine Gegenwart und seine Liebe. Das Größte an Übernatürlichem, was wir jemals erleben können, ist seine Gegenwart und seine Liebe. Und das ist so wahr. Und das ist die Grundlage und das Fundament für alles. Gottes Gegenwart und seine Liebe. Das ist das Allererste und das Allerwichtigste, wo wir wirklich anfangen müssen, uns drin zu bewegen und sicher zu werden, bevor wir anfangen, nach irgendwelchen anderen Dingen zu fragen. Und jemand anders hat mal gesagt, das größte Wunder, das wir jemals erleben können, ist nicht eine Heilung oder nicht mal eine Totenauferweckung, sondern das größte Wunder ist, wenn ein Mensch, ein Sünder, zu Jesus kommt und eine neue Schöpfung wird. Und das ist so wahr. Und ich möchte uns auch das am Anfang von diesen 10 Wochen in Erinnerung rufen. Wir alle haben schon Wunder erlebt,
ein Wunder in unserem eigenen Leben. Es ist das größte Wunder, das überhaupt geschehen kann, nämlich dass ein verlorener, sündiger, sterblicher Mensch ein Sohn, eine Tochter Gottes wird. Dieses Wunder hast du erlebt und habe ich erlebt. Und es wird immer das größte Wunder bleiben, wenn Menschen zu Jesus finden. Und ich möchte uns das einfach in Erinnerung rufen, weil ich auch das so wichtig finde. Ja, wenn ich immer nur, sage ich mal, nach dem ultimativen Wunder aus meiner Sicht Ausschau halte, Tote auferstehen zu sehen oder jemand aus dem Rollstuhl aufstehen zu sehen. Wenn ich nur danach Ausschau halte, dann werde ich ganz schnell frustriert werden. Okay? Aber Gott ist einfach hier. Und so ist meine erste Frage. Und Nicole, du schreibst, ich habe entschieden, nochmal neu ihm mein Vertrauen zu geben. Und ich möchte dich einfach segnen, Nicole. Wirklich mit ganz tiefem Frieden in dem, denn das ist richtig. Das ist so toll, dass du das getan hast. Und du wirst erleben, er wird dein Vertrauen nicht enttäuschen. Aber heute Morgen will ich uns allen wirklich diese Frage stellen. Kennst du Gottes Gegenwart in deinem Alltag? Hast du das in deinem Alltag? Ist es etwas, was wirklich zu dir gehört? Kannst du sagen, aus tiefstem Herzen, ja, ich habe Gottes Liebe erlebt. Ich weiß mich zutiefst geliebt. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich brauche noch mehr davon. Und ich glaube, so geht es uns allen. Wisst ihr, in der Bibel heißt es, dass die Liebe Gottes alle Furcht vertreibt. Und auch im Zusammenhang mit dem Übernatürlichen, es ist so eine tiefe Wahrheit. Wenn du in irgendeiner Form Furcht in dir spürst gegenüber dem Übernatürlichen, dann ist der Weg da rauszukommen, dass du nicht irgendetwas suchst, sondern dass du Gott suchst und seine Liebe und einfach sagst, Gott, ich brauche eine tiefere Offenbarung deiner Liebe zu mir. Denn seine Liebe gibt uns Sicherheit. Ja, mit seiner Liebe kann ich einfach sicher sein. Und ich möchte, dass wir uns ein paar Minuten, bevor es hier weitergeht, wirklich einfach Zeit nehmen, in Gottes Gegenwart einzutauchen. Okay? Und ihr wisst vielleicht, dass es Bibelstellen gibt, die sagen, die reden vom Strom Gottes. Ja, wir finden es im Alten Testament, wir finden es im Neuen Testament, wir finden es in der Offenbarung. Da gibt es diesen Strom Gottes. Es ist der Strom seiner Gnade. Es ist der Strom von Gottes Gegenwart. Dieser Strom entspringt an Gottes Thron. Es gibt den Strom seiner Liebe. Und es ist das Bild, das ich einfach sehe. Und in dieses Bild möchte ich dich einladen. Kannst du diesen Strom vor dir sehen? Kannst du dir einfach einen Fluss vorstellen? Vielleicht schließt du deine Augen. Solange bis du vor deinen inneren Augen dieses Bild dieses Flusses siehst. Und Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein, in den Fluss seiner Gegenwart zu springen. Und vielleicht sagst du, wann springen? So mutig bin ich nicht. Aber vielleicht kannst du dich einfach auf diesen Fluss zubewegen. Dich an sein Ufer setzen. Deine Füße ins Wasser hängen lassen. Ich glaube einfach, dass Gott uns wirklich einlädt. Und zwar hier und jetzt. Dass wir seiner Gegenwart begegnen. Seine Liebe, sie will zu uns kommen. Sie ist wie ein Fluss, ein Strom, der uns wirklich einlädt, dass wir uns einfach hineinfallen lassen, hineingleiten in das Wasser, in den Strom seiner Liebe. Alles, was wir brauchen, ist seine Liebe. Lass dich hineinfallen in den Strom seiner Liebe. Wenn wir solche Bilder benutzen, ist es der einfachste Weg, uns wirklich mit Gott zu connecten und ihm zu begegnen. Du brauchst nicht auf irgendetwas warten, er ist da. Der Fluss seiner Gegenwart, er ist hier für dich. Nutze diese Minuten jetzt, dich
einfach von seiner Liebe füllen zu lassen, dich berühren zu lassen, dich umspülen zu lassen, dich reinigen zu lassen. Bild wie ein trockener Ackerboden, der wirklich von Rissen durchzogen ist, wie er einfach überflutet wird von Wasser. Wie nach einer Dürre einfach plötzlich eine Regenzeit und wie
wie dieses Wasser wirklich zuerst versickert in den Ritzen, in den Rillen, in den Spalten, wie es in der Tiefe verschwindet. Aber wie einfach der Punkt kommt, dass der Boden anfängt, gesättigt zu werden. Und die Erde wird wieder feucht und die Oberfläche, sie verschließt sich. Und ich sehe einfach in diesem Bild, wie Samen, die total trocken über lange Zeit in diesem Boden lagen, wie sie anfangen wirklich auszukeimen und Wurzeln zu schlagen und wie dieser Boden durchbrochen wird, einfach von frischem Grün, von neuen Pflanzen, neuer Frucht. Ich glaube einfach, dass das für manche von euch gilt, dieses Bild. Das ist das, was Gott tut. Das ist das, was er einfach angefangen hat in euch. Sein Wasser, sein Strom, der Strom seiner Liebe, er fließt und fließt und fließt und er hört nicht auf zu fließen. Ich möchte dich einfach einladen, das festzuhalten. Immer tiefer einzutauchen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, für deinen Dienst, das, was du tust an jedem Einzelnen jetzt. Danke für deine Liebe, die wir immer mehr fühlen, spüren, sehen, schmecken, erleben. Danke, Herr, dass du niemals genug von uns bekommst. Danke, dass du hier bist, Herr. Herr, wir wollen unser Herz einfach weit öffnen für dich. Wir wollen mehr von dir, wollen dich erleben, wollen mehr vom Übernatürlichen in unserem Alltag. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Wow. So gut, so gut. Wir brauchen diese Momente, wo wir einfach eintauchen, uns füllen lassen und seine Liebe uns wirklich dienen lassen. Okay, und seine Liebe, sie ist Heilung, wenn wir Heilung brauchen. Sie ist Medizin, wenn wir krank sind. Sie ist einfach neue Kraft, wenn wir erschöpft sind und so viel mehr. Seine Liebe ist da für uns. Und die alles überwältigende Nachricht und Wahrheit in dem ganzen Thema ist, dass Gott uns für Beziehung mit ihm geschaffen hat, und zwar für eine übernatürliche Beziehung. Okay, für eine übernatürliche Beziehung mit Gott hat Gott uns geschaffen. Und ich weiß, ihr habt eine Beziehung mit Gott. Und ich weiß, dass ihr auch das Übernatürliche in eurem Leben habt. Ansonsten hättet ihr keine Beziehung mit Gott. Aber ich möchte es heute Morgen so ein bisschen rauskitzeln, zu sagen, Gott hat uns wirklich, wirklich, wirklich für ein übernatürliches Leben mit ihm geschaffen. Und wir sehen das in der Bibel, überall. Ja, ich habe nur mal meine Gedanken schweifen zu lassen. Henoch war einer, der hat eine übernatürliche Beziehung mit Gott gelebt. Diese übernatürliche Beziehung hat ihn befähigt, zwischen Himmel und Erde hin und her zu wechseln. Er ist hin und her gegangen, war mit Gott im Himmel, kam zurück auf die Erde. Dafür war er bekannt. Henoch hat übernatürliche Beziehung mit Gott gelebt. Mose hat übernatürliche Beziehung mit Gott gelebt. Einmal war er 40 Tage und Nächte mit Gott auf dem Berg. Stell dir das vor. Das ist eine übernatürliche Beziehung mit Gott. Mose wurde von Gott gebraucht für ganz viele unglaubliche Zeichen und Wunder. Ja, wenn das Volk Israel Wasser gebraucht hat, dann hat Mose den Felsen gespalten und Wasser kam. Ja, oder diese ganze übernatürliche Versorgungsgeschichte. Also Mose hat durch seine Beziehung mit Gott wirklich Zeichen und Wunder getan. Und das Volk wurde versorgt. Ich denke an Johannes, an den Jünger Johannes, von dem wir auch die Offenbarung haben, der so in seiner übernatürlichen Beziehung mit Gott gewachsen ist, dass er
diese unglaublichen Visionen und Offenbarungen bekommen hat vom Himmel, von der Endzeit. Ja, das Buch der Offenbarung stammt von ihm. Alles aus seiner übernatürlichen Beziehung mit Gott heraus. Ich denke an Elia, der erlebt hat, dass Gott Raben beauftragt, dass sie ihm Tag für Tag Fleischstücke bringen. Ich meine, stell dir das mal vor. Gott schickt Tiere zu dir, damit sie dir was auch immer bringen. Das entspringt aus einer übernatürlichen Beziehung mit Gott. Ich denke an Jesaja, der diese unglaublichen Begegnungen mit Engeln hatte und glühenden Kohlen, die ihn wirklich berufen haben und freigesetzt für den Dienst als Propheten, den er hatte. Auch das entspringt einer übernatürlichen Beziehung mit Gott. Ich denke an Daniel, der das auch immer wieder erlebt hat, dass Gott Boten vom Himmel geschickt hat mit einer himmlischen Message. Ja, Daniel hat gebetet, Daniel hat nach Antworten gesucht und Gott schickt Engel, die ihm die Antwort bringen. Das war Daniels normales Leben. Und natürlich gab es auch Schwierigkeiten, aber Daniel ist derjenige, der in der Löwengrube gelandet ist. Und was entspringt aus seiner übernatürlichen Beziehung zu Gott? Gott hat einfach den ganzen Löwen das Maul verschlossen. Und sie haben ihm nichts getan. Wahrscheinlich hat er an einen Löwen gekuschelt, geschlafen. Ich weiß es nicht. Okay? Und wir denken an Daniels Freunde, ja, die in einen Feuerofen geworfen wurden. Und dort treffen sie. Die einen sagen, es war ein Engel. Die anderen vermuten, dass es Jesus war, den sie im Feuerofen trafen. Aber Fakt ist, dieses Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Auch das entspringt einer übernatürlichen Beziehung mit Gott. Ich denke an Petrus, Jakobus und Johannes, die mit Jesus zusammen auf den Berg gestiegen sind. Und dann haben sie dieses unglaubliche Erlebnis, dass Gott auf den Berg kommt. Und dass sie einfach sehen, wie Jesus vor ihren Augen wirklich verwandelt wurde. Also auch das entsprang ihrer Beziehung zu Gott. Ich denke an Maria. An Maria, die einfach vor Gott wirklich Gefallen gefunden hat, dass sie auserwählt war, die Mutter von Jesus zu werden. Und sie erlebt einfach, wie ein Engel zu ihr kommt und wie sie übernatürlich schwanger wird. Auch das entsprang ihrer Beziehung zu Gott. Es ist übernatürlich. Ich denke an Noah. Noah, ein Mann, der in einer schlimmen Zeit gelebt hat, aber Gott hat zu ihm gesprochen und hat ihm Pläne gegeben, um die Arche zu bauen. Wirklich detaillierte Pläne und er macht es. Und dann erlebt Noah aus seiner Beziehung mit Gott heraus, wie er und seine Familie gerettet wird, aber wie diese unglaubliche Flut über die Erde kam und alles vernichtet hat. Ich denke an Saulus, der eine übernatürliche Begegnung mit Jesus hatte und dadurch zum Paulus wurde und zu einem der unglaublichsten Menschen auch, die neutestamentliche Erweckungsgemeinde, der die neutestamentliche Erweckungsgemeinde geprägt hat, wie kein anderer. Ja, und ich denke dann an die ganzen Gläubigen in der Apostelgeschichte, allein in der Apostelgeschichte, all die No-Names, einfach die Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die Gläubigen, einfach zu sehen und zu lesen, wie sie eine übernatürliche Beziehung mit Gott gelebt haben, wie sie Heilungen und Zeichen und Wunder erlebt haben, und zwar täglich, wie das Übernatürliche gang und gäbe war, wie es normal für die Gläubigen in der Apostelgeschichte war, dass sie Engelsbegegnungen hatten, dass Engel geschickt wurden. Es war normal für die Gläubigen, dass sie wussten, dass Schutzengel oft aussehen wie diejenigen, zu denen sie gehören. Ja, zum Beispiel bei Petrus. Sie kannten den Schutzengel von Petrus und sie dachten, der Engel steht vor der Tür und nicht Petrus, als er aus dem Gefängnis kam. Also für die Gläubigen war das übernatürliche Leben mit Gott einfach schlicht normal. Okay? Und das ist es, was wir suchen. In unserem Leben und auch in den kommenden Wochen. Wir suchen einfach wirklich ein größeres Maß, einen größeren Level von übernatürlichem Leben mit Gott, und zwar auf Basis der Bibel und aufgrund von dem, was die Menschen da erlebt haben. Und das ist einfach nur richtig. Es ist einfach nur richtig. Es ist einfach nur recht, das zu tun. Ja, das Leben mit Gott ist alles, aber nicht normal. Und viel zu viele Menschen
haben sich damit abgefunden oder geben sich zufrieden, eine Art normales Leben mit Gott zu leben. Normal heißt nicht übernatürlich oder nur ganz low level und einfach dieses Gewohnte. Es war ja schon immer so und es ist ein Teil unserer Kultur und deswegen ist es das Leben mit Gott. Aber das ist nicht das Leben mit Gott, sondern das ist Religion. Das ist einfach nur stumpfer Glaube. Und ich sage nicht, dass diese Menschen gar nichts haben. Ich verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich werde mich hüten, irgendetwas oder irgendjemand zu richten. Aber ich denke, wir sind es Gott schuldig, dass wir einfach sehen und verstehen, was er wirklich für uns eigentlich vorbereitet hat. Gott hat uns für eine übernatürliche Beziehung mit ihm geschaffen. Und ich meine, anders ist es ja nicht möglich. Gott ist Gott, er ist kein Mensch, er ist übernatürlich. Er thront im Himmel und er ist so groß, ja, dass die Erde sein Fußschemel ist. All das spricht einfach, diese Bilder sprechen darüber, dass Gott ist wirklich Gott. Er ist einfach übernatürlich und wir können nur über das Übernatürliche uns mit ihm connecten. Wir sind Geist, wir leben im Geist, mit dem Heiligen Geist. Und das ist einfach nur wow, 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 okay? Und so ist es. Das Übernatürliche ist zuallererst da für uns, für unsere Beziehung mit Gott. Und ganz ehrlich, wenn du dir das so durch den Kopf gehen lässt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur einer von euch sagt, das will ich nicht. Du hast vielleicht immer noch eine gewisse Unsicherheit, aber eigentlich ist doch die Vorstellung, einfach ein Leben mit Gott zu erleben, gemessen an dem, was wir in der Bibel sehen, ist doch das, was wir wollen, oder? Und das, was auf uns wartet. Aber das, was wir erleben, ist zuallererst für uns, habe ich gesagt, aber es geht noch einen Schritt weiter. Und auch das möchte ich von Anfang an mit hineinnehmen. Denn wir sind hier nicht auf einem Selbstfindungstrip mit Gott. Ja, es ist irgendwie schön und es ist auch legal, aber das kann nur die eine Seite der Medaille sein. Das müssen wir verstehen, ansonsten wird uns das blockieren, werden wir nicht sehr weit kommen. Ja, Gott hat uns all diese Dinge nicht in Aussicht gestellt, damit wir egoistisch, sage ich mal, für uns leben können, sondern Gottes Plan ist es, durch unser Leben, dass wir übernatürlich leben, andere Menschen zu berühren und sie zu sich zu ziehen. Das ist Gottes Plan. Er möchte durch unser Leben andere Menschen berühren und zu sich ziehen. Und das ist zuallererst mal ganz unspektakulär. Ich will das mal so sagen, weil so lange haben wir vielleicht diesen Bereich eher mit dem, ich muss ja evangelistisch sein, identifiziert. Und dann gibt es die Typen, die Leute, die sind super evangelistisch und die machen das und die machen das echt gut und für mich ist das einfach nichts. Aber das ist einfach ein falsches Verständnis. Wir sehen zum Beispiel an dem Beispiel von Jesus, wenn wir durch die Evangelien lesen, wie er gelebt hat. Jesus ist von Ort zu Ort gezogen und ganz, ganz oft lesen wir, dass er angefangen hat, die Menschen zu heilen und Zeichen und Wunder zu tun und ihrer Not zu begegnen. Und danach hat er angefangen, vom Königreich Gottes zu reden. Und das ist das, wo wir einfach anfangen müssen, uns selber zu sehen, dass wenn wir ganz eng mit Gott laufen und wir einfach mehr hineinbrechen in das Übernatürliche, dass Menschen dadurch mit Gott in Berührung kommen. Sie werden ihm in gewisser Weise begegnen, wenn sie uns begegnen. Da sind wir wieder beim Thema Träger von Gottes Gegenwart sein. Aber diese Dinge werden einfach geschehen. Menschen werden geheilt und erleben Gott noch, bevor sie von ihm hören. Und das alles versetzt uns dann in die Lage, in die Möglichkeit, wirklich auch vom Königreich Gottes dann weiterzureden. Und ich möchte da Markus 16 einmal für euch lesen. Da sagt nämlich Jesus, geht hin in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen, etwas Tödliches trinken können. Es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen und so weiter. Und
Hier geht es mir um den Vers 17. Da heißt es, diese Zeichen werden die begleiten. Oder eine andere Übersetzung sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die. Ja, es spricht über einen Auftrag, den wir haben. Und indem wir einfach bereit sind, diesen Auftrag zu leben, werden wir erleben, dass uns diese Zeichen folgen. Es geschieht einfach. Und das finde ich cool. Und ich weiß, die Schwierigkeit liegt da drin, dass wir das vielleicht noch nicht so oft erlebt haben. Oder dass wir auch diese Situation erlebt haben, aber vielleicht auch oft nicht das erlebt haben. Und das ist einfach die Herausforderung, in der wir stehen. Und die 10 Wochen, in denen wir sind, werden uns helfen, ganz konkret einen Weg zu gehen, dass wir einfach sehen und erkennen und verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Aber Fakt ist, wir müssen einfach sehen, was Gott sich für uns geplant hat. Das ist Gottes Plan für dein und mein Leben. Und es ist ein guter Plan. Es ist der beste Plan überhaupt. Wir wissen auch von Paulus, heißt es irgendwo in der Apostelgeschichte, dass er das Evangelium predigte mit Zeichen und Wundern. Und einfach zu sehen und zu verstehen, diese Dinge gehören zusammen. Es gehört einfach zusammen. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, auch in unserer Kultur, dann sehen wir oft Menschen oder Zeiten, wo wir vielleicht alles versucht haben zu predigen und die Leute dazu zu bekommen, sich zu bekehren. Aber wir haben ihnen überhaupt nicht die Chance gegeben, Gott zu begegnen, das Übernatürliche zu erleben, einfach Heilung für sich zu finden und Zeichen und Wunder. Versteht ihr? Und ich denke, das ist ein Stück weit der Grund, warum wir auch so wenig Frucht oft sehen in unseren Bemühungen, andere für Gott zu erreichen. Weil wir es nur mit Worten versuchen, mit dem lebendigen Wort, ja. Aber uns fehlt die Kraft. Uns fehlen die Zeichen und Wunder. Uns fehlt das Übernatürliche. Und so ist es einfach so spannend, sich einfach in dieses Ganze hineinzudenken und mal drüber nachzudenken. Also wenn das so wäre, dass egal, wo ich gehe und stehe, Übernatürliches geschieht. Menschen in Begegnung kommen mit Gott. Mir jemand Krankes begegnet und er wird geheilt durch mich. Wenn dieses Leben möglich wäre, wäre es dann so schwierig, von Gott zu erzählen, von seinem Königreich zu sprechen und die Menschen einzuladen, ein Teil davon zu werden? Nein, ich denke, das wäre die einfachste Sache der Welt. Denn wenn Menschen Gott irgendwie begegnen, etwas mit ihm erleben, von ihm berührt sind, dann wollen sie wissen, was das Übernatürliche ist, was sie erlebt haben. Und das ist einfach genial, wenn wir anfangen, uns selber in diesem Bild zu sehen und einfach zu verstehen, was fehlt uns, was fehlt mir. Uns fehlt einfach zum großen Teil das Übernatürliche. Wir sehen es in unserem Land. Da ist einfach eine große, große Notwendigkeit, dass wir Gläubige, ganz egal in welchen Gemeinden wir sind oder auch nicht, wir müssen einfach der Wahrheit ins Gesicht sehen, wo wir stehen, aber auch zu sehen, was Gott eigentlich für uns geplant hat. Und wir müssen uns auf den Weg machen und dem nicht länger aus dem Weg gehen, sondern zu sagen, okay Gott, irgendwie verstehe ich. Du hast mich gerettet und jetzt habe ich aber auch die Verantwortung, wirklich mit dir hineinzufinden in dieses übernatürliche Leben. Und wenn wir das erleben, dann ist es einfach, darin weiterzugehen, das einfach auszuleben und andere mitzunehmen. Und dann gibt es immer noch Schwerpunkte, Gaben spezifischer Art, aber das ist einfach das Grundsätzliche. Und so ist wirklich am Ende dieser Session meine Frage an dich. Möchtest du das? Möchtest du Veränderung erleben in deinem Alltag? Möchtest du mehr vom Übernatürlichen erleben? Möchtest du, dass deine Beziehung zu Gott übernatürlicher wird? Auf diese Frage kannst nur du eine Antwort finden. Und ich muss dir etwas sagen, wenn du diese Frage mit Ja beantwortest,
dann musst du gleichzeitig bedenken, dass es dich etwas kosten wird. Und zwar alles, was du hast. Auch das finden wir in der Bibel. Wer Gott, wer Jesus nachfolgen will, der muss bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das heißt auch, wir werden unterwegs einen Preis bezahlen. Aber es ist es so wert. Aber ich sage das deshalb, weil ich nicht möchte, dass du hier jetzt euphorisch durch meine Worte irgendwie emotional berührt einfach sagst, ja, ja, ich will das. Es muss uns einfach bewusst sein, wenn wir Gott nachfolgen und wenn wir wirklich Jesu Jünger sein wollen, dann wartet Unendliches auf uns und wir werden das Übernatürliche erleben und wir werden erleben, dass alles möglich ist. Alles ist möglich mit Gott. Aber wir müssen verstehen und begreifen und auch dafür Raum machen zu sagen, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen, Gott. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Und dir muss bewusst sein, es wird schwierig sein manchmal. Du wirst Dinge erleben, die nicht einfach sind. Oder du wirst mit manchen Dingen in dir selber klarkommen müssen. Gott wird den Finger auf Stellen legen, wo er einfach ran muss. Du wirst dich deiner Angst stellen müssen, wenn sie in deinem Leben ist. Oder. Aber nichtsdestotrotz ist es das, wozu Jesus uns einlädt, dass er sagt, folg du mir nach, folge mir nach. Willst du Jesus wirklich nachfolgen? Soll er dein Vorbild sein in allem? Willst du erleben, dass du mit Jesus gehst und so wie die Jünger einfach freigesetzt wirst in ein übernatürliches Leben, in Zeichen und Wunder? Und wisst ihr, es ist möglich. Es ist möglich. Ich meine, die Jünger, die hatten eine Hammerschule 3 Jahre lang mit Jesus. Und manchmal wünsche ich mir so sehr, dass ich diese 3 Jahre mit Jesus durchziehen könnte und dann. Aber das ermutigt mich, nichtsdestotrotz zu sehen und zu verstehen. Die Jünger, die kamen aus allen Gesellschaftsschichten, aus jedem Bildungsstand. Sie waren unterschiedlichen Alters. Aber dieses Leben mit Jesus hat sie freigesetzt für ein übernatürliches Leben mit Gott. Und dazu möchte ich dich heute Morgen wirklich, wirklich ermutigen und herausfordern. Ich glaube, dass der Teufel viele, viele Christen echt eingelullt hat und sie schlicht zufrieden sind mit einem Wischiwaschi-Leben oder dieser Aussicht, irgendwie gerettet zu sein. Aber das ist nicht Gottes Plan für dich. Er will dich. Er will dich. Und ich möchte dich wirklich herausfordern zu einer Entscheidung. Und ich möchte für dich beten. Vater, du siehst jeden Einzelnen, egal wie er heißt, ob das ein Thomas ist oder eine Martina oder eine Daniela oder ein Klaus, wer auch immer sich dieses Video anschaut. Gott, du meinst jeden Einzelnen. Gott meint dich und er will dich. Du bist für eine übernatürliche Beziehung mit Gott geschaffen und er möchte durch dich Zeichen und Wunder tun. Er möchte durch dich Menschen berühren, damit sie ganz buchstäblich hineingezogen werden in sein Reich. Bist du dazu bereit? Möchte ich echt ermutigen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der jetzt Ja dazu sagt, dass du ihm begegnest. Komm mit deinem Feuer, mit deiner Kraft, mit deiner Salbung auf ihn. Vater, ich bete, dass das etwas ist, was tief verwurzelt wird in dem Herzen von jedem Einzelnen, hier und jetzt. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du deinen Strom, den Strom deiner Liebe echt nochmal freisetzt und einfach alles wegspülst, was uns auch von der Vergangenheit hindert. Falsche Überzeugungen, falsche Vorstellungen, aber auch Enttäuschung. Komm, Heiliger Geist, und nimm du all diese Dinge weg. Vater, ich bete, dass das echt für uns alle hier eine Geburtsstunde ist von etwas ganz Neuem. Herr, wir wollen diese übernatürliche Beziehung mit dir haben, die wir in der Bibel sehen, in dem Leben von so vielen Menschen, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Herr, wir wollen nicht mehr nur Zuschauer sein, sondern wir wollen uns wirklich einreihen und in diese Gruppe von Menschen, die dieses Leben mit dir gelebt hat, die dieses Leben mit dir im Hier und Jetzt lebt. Und wir wollen in eine Zukunft hineingehen, wo wir alle wirklich erleben, dass du durch uns Menschen berührst, dass Zeichen und Wunder geschehen, Heilungen, Befreiungen,
dass einfach der Himmel durch uns Menschen berührt. Heiliger Geist, lass deine Gnade auf uns kommen. Hilf uns, wir brauchen dich. Und versiegle du einfach, was du heute in unser Leben gelegt hast. Vater, darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Amen. Wow. Ich fände es eine gute Idee, wenn du dir im Anschluss an diese Session ein paar Minuten Zeit nimmst, einfach in Gottes Gegenwart zu bleiben. Wenn du dir Schreibzeug nimmst und dir einfach aufschreibst, was in dieser Session wirklich zu dir gesprochen hat, was dich angesprochen hat, etwas, was dir hängen geblieben ist, etwas, was dich hungrig gemacht hat. Vielleicht sagst du, Gott, ich möchte wie Henoch sein, der einfach so in Beziehung mit dir lebt, dass er zwischen dem Himmel hin und der Erde hin und her wechselt. Ganz egal, was es ist, setz dich hin in Gottes Gegenwart und versuch, diese Dinge für dich festzuhalten. Schreib sie auf. Das kann in Gebetsform sein. Das können einfach schlicht Notizen sein. Aber tu das einfach in dem Bestreben, das Deine zu tun, diese Dinge festzuhalten. Mach das fest mit Gott. Schreib dir auf, was du heute in deinem Herzen gebetet hast, was Gott zu dir gesagt hat, was du empfangen hast von ihm, was du erlebt hast. Halte diese Dinge fest. Und wenn du das tust, dann ist es deins. Es gehört dir und niemand kann dir das nehmen. Und du wirst auch in den kommenden Wochen dann zurückgehen können. Und indem du diese Dinge durchliest, die heute für dich wichtig wurden, wo Gott dir begegnet ist, kannst du die wieder abrufen für dich. Und so wird es ein Teil von deinem Leben werden. Okay? Ich wünsche dir wirklich einen mega, mega Segen. Sprech Schutz aus über dir, über deinen Gedanken, über deinem Herzen. Gott ist mit dir. Er sendet seine Engel zu jedem Einzelnen, der in dieser Zeit sich wirklich hingibt, an diese Reise Gott einfach zu begegnen. Und auch das ist ein Bild, das darfst du festhalten. Du bist nicht allein. Gott ist mit dir und seine Engel sind mit dir und er wird dir Gelingen schenken. Es ist für dich, okay? Also ein mega Segen euch alle. Und wir sehen uns nächste Woche dann am Mittwoch um 10 Uhr zur nächsten Live-Session. Bis denn.